Und ihr seid bereit, um Gott zu empfangen. Okay, let's start with a word of prayer. Lasst uns einfach anfangen mit einem Gebet. Father, in the name of Jesus. Vater, im Namen Jesus. We come before you. Wir kommen bevor dich. We thank you, God, for the gift of life. Wir danken dir für das Geschenk des Lebens. We thank you for the good health. Wir danken dir für die gute Gesundheit. And even the privilege to gather here and worship you. Und auch für die Ehre, dass wir hier zusammen sein können, um dich zu preisen. We commit this service in your hands. Wir legen diesen Gottesdienst in deine Hände. We commit the word that you have prepared for us. Und wir legen das Wort, das du für uns hast, in deine Hände. We pray that God, you may open our hearts. Und wir beten, dass du unsere Herzen öffnest. And that you may minister to us. Und dass du uns lehrst. And that you may also increase your knowledge on the knowledge of you on us. Und dass deine Weisheit noch stärker auf uns sein wird. Let your name be glorified. Lass dein Name hoch erhoben werden. And meet us also at our point of need. Und treff uns auch dort, wo wir dich brauchen. Let us not leave this place the same way we came. Lass uns diesen Ort nicht so verlassen, wie wir gekommen sind. And it's in the name of Jesus I pray. Und im Namen Jesus bete ich. Amen. 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 Before we invite the praise and worship team, bevor wir das Lobpreisteam einladen. I'd like to share a small Bible verse, a Bible script. Wirklich ein kurzen Bibelvers teilen. It's in the book of Psalms. Im Psalm. Psalms 100, verse 4. Psalm Kapitel 100, Vers 4. And I'll read. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Geht durch die Tempeltore ein mit Dank, trete die Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn und rühmt seinen Namen. You know, actually, when we do praise and worship team, wenn wir Lobpreisen, it's actually the way of expressing our love to God. Dann ist eigentlich der Weg, in dem wir unsere Liebe Gott zeigen. And I like to encourage each and every one of us here today. Und ich möchte euch alle heute ermutigen. When we go in front of God, when we praise, when we start praising God right now, wenn wir jetzt gleich anfangen, Gott zu preisen, let's open our hearts. Lass uns unsere Herzen öffnen. Let's give him these few minutes. Lass uns ihm diese paar Minuten geben. Just put aside what you're going through, the problems you're going through. Und leg die Probleme weg, durch die ihr gerade vielleicht geht. And just acknowledge him for who he is. Und seh ihn einfach so, wie er ist. Because he's a great God. Denn er ist ein großartiger Gott. And he says we are his children. Und er sieht, dass wir seine Kinder sind. And his love for us is endless. Und seine Liebe für uns ist für immer. Let's acknowledge him for who he is right Lass uns ihn so sehen, wie er ist. Let's praise him with one heart. Lass uns ihn preisen. Just give him these few minutes. Und lass uns ihm diese paar Minuten geben. Let him open the gates for us. Lass ihn die himmlischen Tore für uns öffnen. And he will surely bless us. Und er wird uns segnen. So, as we invite them, so let's do this with one heart. Don't mind what your neighbor will think of you. Während wir sie einladen, macht es mit einem Herz und lasst es euch egal sein, was euer Nachbar von euch denkt. Just dance for him. Tanzt für ihn. Shout for joy. Und schreit voller Freude. And worship him with a heart full of love. Und preist ihn mit einem Herz voller Liebe. For who he is. Denn er ist gut. Amen. Amen. God is good. All the time is good. All the time. God is good. At a tight. Come on, let's do more for the choir. Come on, let's give it. Let's give it. That is for the choir. The choir led us to the throne of grace. Yes. Let's give it for the Lord. Come on. Amen. I am sure for many of us. Ich bin sicher, dass viele von uns. Or for some of us. Oder von manchen von uns. Even if the pastor says the service is closed now, we believe we are blessed. Yes. Auch wenn der Pastor sagt, es ist jetzt Schluss, ich glaube, wir würden uns gesegnet fühlen. But I also know
Aber ich weiß aber auch, there are also many of us, es gibt viele von uns, and some of us, und manche von uns, who would just want to hear, die einfach hören, because they know when God moves, und sie wissen, dass wenn der Herr sich bewegt, then he's ready, dann ist er bereit, to perform, amen, etwas zu machen. And the Lord will perform that which he has opposed. Das, was er versprochen hat. Before you woke up this morning. Oh, yes. Before du heute Morgen aufgewacht bist. In your life. In your life. In dein Leben. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Can somebody say amen? Amen. I want you to do something for me. Ich will, dass ihr etwas für mich macht. For me. Für mich. To God. To God. For me. For me. To God. To God. For me. For me. To God. To God. Say it four times. Viermal gesagt. I want you to say. Ich will, dass ihr sagt. Hallelujah. Hallelujah. No, hold on a second. I want you to say. Sagt. Hallelujah. Hallelujah. In your own mother tongue. No, come on, somebody. In your own mother tongue. In your own mother tongue. Hallelujah. 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 Oh, that's my mother tongue. So we're speaking the same language? Shout hallelujah to them. Amen. Amen. The Lord will bless you today. Yes. I am sure that someone will not miss his or her blessing today. Yes. No matter what, the devil has failed. Der Teufel hat versagt. The devil has no grip over you anymore. Der Teufel hat keinen Griff auf dich mehr, auf dich. The grip has been loosened. Diese Festigung ist gebrochen worden. The chain is broken. Diese Ketten sind gefallen. And you are free. Und du bist frei. I am free. Ich bin frei. Tell your neighbor. Sag deinen Nachbarn. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es dir geht. But I am free. Aber ich bin frei. I'm free. Amen. Amen. Shall we pray? Father, we thank you. Vater, wir danken dir. We give you praise. Wir geben dich Lob. We give you glory. Wir geben dich Ehre. We thank you for your God. Wir danken dir, dass du Gott, weil du Gott bist. We thank you for the life that you have given us. Wir danken dir für das Leben. We appreciate your name. Wir mögen deinen Namen. Father, you are the God that sits in heaven. Vater, du bist der Gott, der im Himmel sitzt. And the heavens of heaven cannot contain. Und die Himmel der Himmel kann dich nicht halten. So you sit in heaven. Also du sitzt im Himmel. And you make the earth your footstool. Und du machst die Erde zu deinem Sitz. We are your children. Wir sind deine Kinder. And we are gathered before you. Und wir haben uns heute hier gesammelt. We have prepared to receive at your feet. Wir haben uns vorbereitet, um auf deinen Füßen etwas zu empfangen. Father, we ask that you feed us. Vater, wir bitten, dass du uns Essen gibst. Until we want no more. Bis wir nichts mehr wollen. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Amen. 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 Hallelujah. God has a plan. God has a plan. God has a plan. God has a plan. Yes, tell your neighbor, God has a plan. God has a plan. It don't matter how you look now. Es ist egal, wie es jetzt aussieht. God has a plan. God has a plan. And his plan is perfect plan. Und sein Plan ist ein perfektes Plan. God is the only one that makes plan, and you don't come back and say there is an error. God is the einzige, der einen Plan macht, und niemand kommt zurück und sagt, hier gibt es einen Fehler. Volkswagen.
Volkswagen. They made the best cars. Die machen die besten Autos. They sent cars to the United States. Die senden Cars zu den USA. And then there was a report from the United States. Und dann gibt es dann gab es ein Bericht von der USA. Back to Germany. Zurück zu Deutschland. And say there was a program error. Und dann haben die gesagt, die berichteten sie, dass der Programm hatte einen Fehler. And you know, everything was done perfect. Und alles wurde perfekt gemacht. But when it was tested, aber als es ausprobiert wurde, CO2, CO2, they said there is a program error. Es gibt einen Programmfehler. So many vehicles were to be demolished. So sehr viele Autos wurden zerstört. But God, when God made you and I, aber als der Herr du und ich geschaffen hat, He said he looked at us. Er sah uns an. He looked at his handwork. Er sah sein Werk an. And he said, und sagte, this is good. Das ist gut. From the first creation. Seit der erste Schöpfung. Light checked, good. Licht, water, good. Wasser, das gut. Animals, good. Tiere, gut. Until number six, everything was good. Until number six, Tag six, alles gut. But when he looked at man, aber als den Mensch ansah, he said, er sagte, this is very good. Yeah. Das yeah. ist sehr gut. Yeah. I want you to look at somebody today. Ich will, dass du jemandem sagst. You don't know whom you are sitting with. Du weißt nicht, mit wem du sitzt. You are looking at me right now. Du siehst mich jetzt an. You should thank God for you are sitting with me. Du sollst Gott finden, wenn du sitzt hier mit mir. You better get my name and my phone number. Du sollst mein Name und mein Telefon nehmen. Because I am fearfully, weil ich ängstlich and wonderfully made. Ich bin wunderbar gemacht. It don't matter. God is taking me places. God give me a seat. And so shall it be in Jesus' name. Yes. So that God said. Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah 29. Jeremiah 29. Verse 11. Verse 11. God spoke. Der Herr sagte. He said, but I know the plan. Another one says, I know the thoughts. Denn ich weiß die Pläne. Und eine andere Version sagt, denn ich weiß die Gedanken. That I think towards you. Dass ich zu dir denke. It is of good and not evil. Es ist gut und nicht böse. Tell somebody again, God's plan for me is good. Sag jemand, Gottes Plan für mich ist gut. I'm taking you places, church. Ich nehme euch zu Orten, Gemeinde. Because I'm sure you are tired of some things not working in your life. Denn ich bin ganz sicher, dass ihr genug davon habt, dass etwas nicht and I have to be careful also. Aber ich muss vorsichtig sein. Because I know there are also some of us here. Denn ich weiß, es gibt manche von uns hier. Who are so content with the life they have now. Die zufrieden sind mit dem Leben, die sie jetzt haben. That is given up. Und das ist aufgeben. You say, you know what, whatever I am now, it is by the grace of God. Und sagst, was immer ich jetzt bin, es ist durch die Gnade Gottes. It is God's plan. Es ist Gottes Plan. But God says He wants you to prosper. Aber der Herr sagt, dass du erfolgreich sein sollst. God says He wants you to live in good health. Gott sagt, du sollst gesund sein. God says He wants you to be multiplied. Gott sagt, du sollst dich vielfachen. God says He wants you to be fulfilled. Gott sagt, dass du sollst zufrieden sein.
So, when all these things are not in place in your life, wenn alle diese Dinge nicht in Ordnung sind in deinem Leben, you should not be satisfied with that. Dann sollst du nicht zufrieden sein. God says their plan is of good and not evil. Gott sagt, der Plan ist für etwas Gutes und nicht Böses. He says to give you an expected end. Und dir ein geplantes Ziel zu geben. To give you an expected end. Um dich ein geplantes Ziel zu geben. The place of perfection. Der Ort der Perfektion. God says, I have made all things perfect and beautiful. Gott sagt, ich habe alles perfekt und schön geschaffen. So I'm putting you in the plan. Und ich bring dich in meinen Plan. For the perfection that I have for you. Für die Perfektion, die ich für dich habe. I'm putting you in the plan for the perfect, for everything that I have made ready for you. Ich lege dir in den Plan, den ich geschaffen habe, perfekt für dich. Church, we have to take our places. Gemeinde, wir sollen unsere Plätze nehmen. There are things going on now in the world. Es gibt Dinge, die jetzt in der Welt passieren. Morality is taking over. Moralität übernimmt das. Don't be surprised about that. I don't condemn morals. Ich bring nicht den Moralität. To be of good moral is good. Ein gutes Moral zu haben ist sehr gut. But if morality was the plan, or the perfect plan of God, then God will not say he has a plan for us. Wenn Moralität der perfekte Plan war für uns, hätte Gott nicht gesagt, dass er einen Plan hat. If morality was perfect enough, Jesus would not have died for us. Wenn Moralität ausgereicht hätte, wäre Jesus auf dem Kreuz nicht gestorben. Morality does not substitute the kingdom of God. Moralität steht nicht im Platz der Königreich Gottes. I know there are people in life or in this world or in this Flensburg who live by moral than some of us who live by faith. Es gibt vielleicht Leute in der Welt, in vielleicht oder in Flensburg, die Moral lieben, als wir hier, durch Gottes Gnade lieben. And then they tell us that I'm better than you. Und die sagen uns, ich bin besser als du. They say, you go to church on Sundays, what do you prove of it? Du gehst zur Kirche jeden Sonntag, was hast du dafür Zeit? I am better. Ich bin besser. They say, I help my neighbors. Ich helfe meinen Nachbarn. I do this, I do that. Ich mach das, ich mach dies. They say all those things to our faces. Die sagen diese Sachen in unseren Gesichtern. And truly, when we, you know, evaluate our lives, they live better. Und wirklich, wenn wir unser Leben evaluieren, können wir sehen, dass sie besser leben. They tell us, I have a better job. Sie sagen uns sogar, ich habe einen besseren Job. You don't have a job. Du hast nicht mal einen Beruf. If you go on YouTube, Facebook, everywhere, I'm wondering of the figures. Geh mal zu YouTube, überall, dann siehst du die Nummer. You see morality speakers everywhere now. Du siehst Moralitätssprecher überall jetzt. People don't click on God's channel anymore to watch. Die Leute gucken sich nicht Gottes Programm oder Gottes Sprecher an. Last Sunday I click on Papua Mission Center YouTube. It was about it was service that has been preached for about 6 weeks ago. Eight views. Für ein Predigt, das vor 6 Monaten ist, war das nur acht angesehen worden. Just an example. Es ist nur ein Beispiel. But you see these morality speakers. Diese Moralitätssprecher. You see, in 5 days, millions of viewers. In 5 Tagen, das sind Millionen von Leuten. And these people, von Leuten, die das gesehen haben. They don't care about you. Und diese Leute, sie kümmern sich nicht um. They say these things, it's sweet.
Die sagen das alles, weil es it's good. Die sagen, es ist gut. But the word of God is powerful. Aber das Wort Gottes ist stark. But how many some of us even share? They are this on Facebook. We share what they say. How many of God's sermon do you share? Und wir nehmen diese, wir teilen das, was sie sagen. Aber wie viel von Gottes Wort teilst du denn? I'm going places. Ich gehe in Orte. I'm just tired. Ich bin müde. You go out there and you see Christians giving up. Du gehst da und siehst, dass sie Christ aufgegeben haben. You see, believers don't come to church anymore. Du siehst, dass Gläubige nicht mehr zur Kirche gehen. They tell you, I hear the same thing every time. Sie sagen dir, ich höre das gleiche wieder und wieder. But nothing is working. Aber nichts funktioniert. So why do I come? Und wieso soll ich dann kommen? They forget some things, but that is not it now. Sie vergessen etwas, aber das ist jetzt nicht, was ich. God says, I have a plan. Yes. Der Herr sagt, ich habe einen Plan. And that plan is of good. Und dieser Plan ist gut. The choir sang a song just now. Die Lobpreisteam hat ein Lied gesungen. The song says, at the center of it all. Er sagt im Zentrum von alles. Is God that I see. Es ist der Herr, den ich sehe. At the center of it all. Im Zentrum. It's a caged wall, that center. Es ist ein gegittertes Band. The world is sweet. Der Welt ist süß. No, the word. The song is sweet. Das Lied ist süß. It's moving. Es bewegt. The melody is good. Das Melodie ist gut. But there is a world that is packed up in that. Song. Aber es gibt ein Wort, das in diesem Wort ist. When God is preparing you for your miracle. Wenn der Herr dich für ein Wunder vorbereitet. Everything looks shady and cloudy. Alles sieht wolkig und nebelig aus. Everything does not look good. Alles sieht nicht ganz gut aus. But in this plan. Aber in dieser Plan, God says it is of good. Der Herr sagt, es ist von gut. He said it is to take you to your desired destination. Er sagt, dass es zu deinem geplantes Ziel bringt. But it doesn't look good now. Aber es sieht jetzt nicht ganz gut aus. Don't lose faith now. Verlier nicht den Glauben. But the funny thing and the true thing is. Aber das Wahre ist, believers will lose it. Die Gläubigen verlieren es. Some of us time God. Manche von uns stellen die Uhr auf Gott. We give God 6 months. Wir geben Gott 6 Monate. I'll see come to church for the next 6 months. Ich komme zur Kirche den nächsten 6 Monate. If it does not happen, then I stop going. Wenn es nicht passiert, dann gehe ich nicht. But you can't put God in timeline. Aber du kannst Gott nicht in einen Zeitstrahl einbauen. When you make a plan like that, wenn du so einen Plan machst, the devil is happy. Yeah. Der Teufel ist glücklich. You give him something to rejoice about. Du gibst ihm etwas, um sich zu freuen. Because he knows something you don't know. Denn er weiß. Etwas, das du nicht weißt. Because he knows your maker more than you do. Denn er kennt dein Schöpfer mehr als du. He said, I'm happy now. See, he's putting God in the timeline. Ich bin sehr glücklich. Er stellt jetzt Gott in einen Zeitstrahl. God does arbeitet nicht nach unseren Uhren. He works by his time. Er arbeitet nach seiner Zeit. And God says there is a plan. Und Gott sagt, es gibt einen Plan. And that plan is of good. Und dieser Plan ist von gut. Somebody say good. Good. Jemand sagt gut. When you say good, how do you feel? Wenn du gut sagst, du fühlst. See, that is something about good. When you say good, you feel good. Wenn du gut sagst, fühlst du dich auch gut. So God says, abide in me. Gott sagt, stell dich in mich. Abide in me. Lieg dich in mich. John chapter 15.
Johannes Kapitel 15. He says, I am divine. Er sagt, ich bin der, ich bin der wahre Weinstock. And my father is the husband man. Und mein Vater ist der Weingärtner. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Eine jede Reibe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. And every branch that does bear fruit, he prunes. Und jede, die Frucht bringt, wird er reinigen. Why does God prunes? Wieso reinigt er? He says, you bear me fruit already. Du bringst schon Frucht. This is the message, people of God. Das ist der Botschaft. You see, there are two branches here. Es gibt zwei branches. Es gibt zwei Reiben. In this context, I would say one is unbeliever. Der erste ist eine Nichtgläubige. And the other is believer. Und der andere ist eine Gläubige. But it says the believer, the unbeliever, bears no fruit. I cut up. Die Ungläubige bringt keine Früchte. Ich schneide. But the believer, he bears fruit. God says, I cut also. Und der Gläubige bringt Früchte, ich aber schneide. But there are two different cutting. Aber es gibt zwei unterschiedliche Wege des Schneidens. One is being cut and thrown out. Eine wird weggeschnitten und but weggeworfen. The other is being cut. Aber das andere wird geschnitten für einen bestimmten Grund. Tell somebody, God is shaping you for a purpose. Sag, dass der Herr formt dich nach einem bestimmten Ziel. You know, sometimes we obey. I love what you're doing. I love the people of God. I love people, you know, who respond to preachers. Also ich liebe hier Leute. Ich liebe Leute, die den Prediger auf den Prediger reagieren. I love it because of our politeness. Ich liebe es wegen unserer Höflichkeit. To repeat that which we have been asked to be repeated. Dass wir etwas sagen, wozu wir gebeten haben. But now I want you to say it like you really mean it. Aber ich will, dass ihr es jetzt sagt, als ihr es wirklich meint. I want you to tell your neighbor. Ich will, dass du deinen Nachbar sagst. That God is shaping you for a purpose. Gott formt dich nach einem bestimmten Ziel. Why would God cut or prune a branch that is already bearing fruit? Wieso reinigt der Herr ein Raube, das schon Frucht bringt? Because God has a plan. Weil Gott einen Plan hat. God has a plan. Gott hat einen Plan. And very so often it is not is in his character to divulge this plan to you. Und es ist nicht in seinem Charakter, dieser Plan dir zu zeigen. He says, just trust me. Er sagt, vertrau mir. Hebrews says, he that must come to God. Hebrews chapter 6. Or 11 verse 6. Hebrews 11 verse 6. Hebräer Kapitel 6. He says, he that must come to God. Wenn ich zu Gott komme, must first believe. Jeder, der zu Gott kommen muss zuerst glauben. Must first believe. Muss erst glauben. That he is. Dass er. And he is the rewarder. Und dass er der Erfüller, der uns der Belohner. So God expects us to just trust him. Also Gott erwartet von uns, dass wir ihm vertrauen. Trust God. He said, with all your heart, with all your might, and with all your soul. Vertrau den Herrn mit all deiner Stärke, mit all deiner Seele. It don't matter what happens. Es ist egal, was passiert. When you do right what you are supposed to do, right. Wenn du richtig machst, was du richtig machen musst.
And God didn't say things will work because you are doing things right. Und Gott sagt nicht, dass alles wird gut sein, weil du alles gut machst. Because when you look at some other people who don't do anything right. Und wenn du andere Leute anguckst, die nichts Richtiges machen. And things are working for them. Und die Dinge klappen für die. It's so easy to fall out. Es ist einfach wegzufallen. Is somebody with me? Ist jemand mit mir? So why would God? Warum würde Gott dann? I'm bearing fruit. Und der Frucht bringt. Why the cutting? Warum hat er ihn weggeschnitten? And this cutting, cutting, not cutting, cutting. Dieses Schneiden. Is that's why I love my Ghanaian brother. They said our English is perfect than the Nigerians because we pronounce some words you understand in another word. Let me use the Ghanaian cutting. It's cutting. Wir sprechen müssen besser Englisch, weil wenn wir ein Wort sprechen, dann kannst du ein anderes Wort sprechen. Yeah, I know what I'm talking about. Ich weiß, wovon ich spreche. And I'm sure they know what I'm talking about. Halleluja! So, why the cutting? Wieso schneiden die? When I'm bearing fruit. Wenn ich Früchte bringe. But God has a plan. Aber der Herr hat einen Plan. This cutting can be in different forms. Dieses Schneiden kann in verschiedenen Formen kommen. It can be in your family. Es kann in deiner Familie kommen. It can be in your finances. Es kann in deiner deinen Finanzen sein. It can be in your academics. Es kann in deine Ausbildung sein. It can be in your place of work. Es kann in dein Arbeitsumfeld sein. It depends on how you translate the message or how relevant the message is to your situation. Es hängt davon ab, wie du den Botschaft in deiner Situation siehst. So God says, it's not because you're not doing well, you're doing well, but I got you anyway. Es ist nicht, weil du etwas Falsches machst, aber ich schneide dich sowieso. How many of us have a garden? Yeah. You have a garden. Yeah. Wie viele von uns haben einen Garten? And then you plant flowers. You plant, this we call it flowers. For you flowers is different. But in Africa we call everything you plant. But you plant some things, you know. Du pflanzt ein paar Blumen. And then when they first grow, wenn die dann wachsen, you see them growing anyhow. You know, the branches growing everywhere. Du siehst, dass sie überall wachsen. But it's growing. Aber die wachsen. And then you went to Bauhaus. Und dann gehst du zum Bauhaus. And then you buy this machine. Und dann kaufst du eine Maschine. It's called pruning machine. Es ist eine pruning machine. Why do you buy this pruning machine? Let's see here, I can say. Wieso kaufst du dieses Maschine? Not to cut off the flowers. Nicht um den Pflanzen wegzuschneiden, but to shape your garden. Aber um deinen Garten zu formen. I'm going to tell you something. No matter how the garden grows, es ist egal wie dieser Garten wächst. If it's not shaped, wenn es nicht geformt wird, it's growing green. Everything is fine. Es wächst grünes, alles ist gut. But you see passersby, you see. Und die Leute, die vorbeigehen, sagen, don't people live here? Prove me wrong. Don't people live here? Wohnen hier keine Menschen? This garden is unkept. Und dieser Garten ist ungepflegt. You get some insults. Du kriegst Beschimpfung. Because the garden is not kept. Garten nicht gut gehalten. So how do you keep your garden? Also wie hältst du deinen Garten? You prune. Du You cut them up. Schneiden. Sides. And at the end you sweep it. And then when you look at it. Machst du alles weg und sagst. Even yourself. Auch du selbst. You look at what you have done. Du siehst, was du gemacht hast. And then you say, this is good. Und dann sagst du, das ist schön. Don't you have sweated? Auch wenn du schwitzt. It was in the sun. Es war in die Sonne. Sometimes it could be in the rain. Es manchmal in den Regen. The environment was uncomfortable.
Es war ungemütlich. You have worked. Du hast gearbeitet. Sometimes you have a cup of coffee right beside you. Manchmal hast du ein bisschen Kaffee neben dir an. But at the end, you look at your achievements. Aber am Ende guckst du dein Ziel. If you have a wife at home, even your wife will say, Schatz, du hast gut gemacht. Auch wenn du eine Frau zu Hause hast, dann sagst du, honey, you did it very well. You see, from all these things. Everything you have done to make it beautiful. Alles was du gemacht hast, um es schön zu machen. Is because you have a plan. Es ist weil du einen Plan hast. It cost you money. Es hat dich Geld gekostet. It cost you time. Es hat dich Zeit gekostet. But at the end of it all. Aber am Ende von alles. It's beautiful. Es war schön. That's because you have a plan. Das ist weil du einen Plan hast. So God has a plan for you. God hat einen Plan für dich. Sometimes we have to use these physical things to describe, to make us understand. Manchmal müssen wir diese physikalische Sachen benutzen, um uns um den Wort zu verständigen. I have friends who say, what is this Bible? We don't understand this Bible passage. You have to use these things now, put them together to explain the spiritual things. Was heißt der Bibel? Ich verstehe es nicht. Und manchmal müssen wir das alles vergleichen, das gut zu verstehen. So everything you are going through. Und alles was du durchgehst. Do not be discouraged. Sei nicht enttäuscht. Do not give up. Gib nicht auf. Do not give in. Gib nicht auf. But give it over to the Lord. Aber gib es dem Herrn. Let that sun come into your mind. Lass diese Sonne in dein Seele kommen. That God at the center of it all. Dass der Herr im Zentrum von alles. At the center of everything that I'm going through. Im Zentrum von alles, was ich durchgehen. I can see your handwork. Ich kann dein Werk sehen. I see your handwork. Ich kann dein Werk sehen. Sometimes in the summer. Manchmal im Sommer. You go to Walker Street. Du gehst und läufst auf die Straße. You see someone just pour sand, like a beach sand on the floor. Du siehst einfach, dass jemand Sand streut. It looks bad. Es sieht nicht so. It looks like they have dirtied the place. People come and sweep this place. Es sieht so aus, als jemand den Ort schmutzig gemacht hat. But just give them time. Aber gib jetzt ein bisschen Zeit. Going, making the sand into shapes. Die malen und machen den Sand in einem bestimmten. And some of us didn't have a job. We just go there and we watch. Und manchmal auch die Leute, die einen Job haben, gehen einfach da und gucken uns an. And we are watching. Und wir. At the end of it, you see this sound like a dog. Und am Ende siehst du ein Hund. It's beautiful. Es ist schön. And you see people clapping. Und dann siehst du Leute, die klatschen. Sometimes they have a cap or something in the front. Und manchmal haben sie etwas vorne. You see people give money. Und Leute, die dann Geld stecken, die Geld da reinwerfen. That sound. Es ist was just a sound. But no sound. But after, but danach, it becomes a shape. It's now my form. A figure. Eine bestimmte Figur. And we like it. Und wir mögen. If we allow God in, wenn wir Gott erlauben, in our situation, in unseren Situationen, if we allow Him to finish, wenn du ihn erlaubst, etwas fertig zu machen, with what He's doing in our lives, was er in unserem Leben macht. For some people it may take 2 days. Für bestimmte Menschen kann es 2 Tage dauern. For some it may take 2 years. Für manche kann es 2 Jahre dauern. For some it may take 20 years. Für manche dauert es 20 Jahre. I hear a man of God say. Ich höre ein Mann Gottes sagen. He said, if we are all drowning in the ocean. Wenn wir alle im Ozean ertrinken. If you are 200 meters away in the ocean. Wenn du 200 Meter weit weg bist von dem Strand, 10 Meter away, und vielleicht ein anderer 10, und wenn du 10 Meter entfernt bist, if we'll be dead, we'll be dead. Wenn du tot bist, dann bist du tot. And he said, if you are 200 meters away,
Und wenn du 200 Meter weg bist. And if you are 10 meters away. Und wenn du 10 Meter weg bist. And if we are saved, we are all saved. Und wenn wir alle gerettet sind, dann sind wir alle gerettet. So it don't matter how long it is with the situation. Es ist egal, wie lange es dauert mit dieser Situation. God says he is working. Gott sagt, dass arbeitet. This doesn't sound too good, but I'm going to use it as an example. Das hört sich vielleicht so gut an, aber ich benutze es als Beispiel. Because the things I hear every day. Und dann ist es etwas, was ich jeden Tag höre. I hear people who have been here like 25 years, 30 years. Sehe Leute, die hier 25, 20 Jahre hier sind. And who have the passport, the Deutsch passport, Danish passport, European passport. Die haben deutsche Ausweis, Europa Ausweis. And then you see someone who just got here 25 years ago and still struggling. Von hier gekommen ist und schreitet nach vorne. And we think that God has forgotten that person. Wir denken, dass dieser Person von Gott vergessen wurde. Then I heard a brother say. Und ich höre einen Bruder sagen. After 17 years of living in Germany. Nach 17 Jahren in Deutschland lebend. He was happy. Er war glücklich. He made a phone call. Er hat einen Anruf gemacht. He said, I'm going to Nigeria now. Ich gehe jetzt nach Nigeria. I've got my paper. I'm going to Nigeria. Ich habe jetzt mein Papier. Ich gehe jetzt nach Nigeria. And then, in the friend he was calling, he said, it's good. He has got his German passport. Und der Freund sagte, es ist gut. The brother was so happy. Er hat jetzt seinen deutschen Ausweis. He was so excited. Der Bruder war sehr glücklich. He was shouting, "Thank you, Jesus!" on the phone. Und er schrie und sagte, danke, Jesus. You could hear him, the excitement, everything. Du konntest es hören, wie aufgeregt er war. But what depressed me in that moment? Aber was mich runterbrachte, was the word that came out of the person he was calling, his own friend. Ist das Wort, das von seinem Freund kam. Then, because I won't ask. Und dann hat er gefragt. Is it the German passport? Now, did you get the passport or the plastic card? Hast du den Ausweis oder hast du nur eine Karte? Then the brother said, no, it's not a passport. I've just got my first year visa. Ich habe mein erstes Jahr Visa. Then the other one was not happy anymore. Der andere war nicht mehr glücklich. First year. Erstes Jahr. Then he was one to me. It has been 17 years. He's been here. Es war 17 Jahre. Just got him the first time. Er hatte zum ersten Mal den ersten. Then the phone had been off. Now look at him. Und er hat war aufgegeben. Your happiness reduced. Und dann habe ich ihn gefragt, warum? God has just done it for this brother. Ist sein Glück weniger, denn der Herr hat es für diesen Bruder. He is happy. Und er ist glücklich. He is excited. Und er ist aufgeregt. He's doing everything he can to go and see family for the first time in 17 years. Er macht alles, was er kann, um seine Familie wieder in 17 Jahren zu sehen. But then, because he has a passport already, and 10 years ago. Er hat jetzt ein Passport. Then you're looking down on the work of God in this brother's life. Und du guckst runter auf das Werk Gottes in. We forgot that the same God that came for you. Und du hast vergessen, dass der gleiche Gott. It's the same God that is coming for me. Das ist der gleiche, der für mich kommt. It doesn't matter when he comes. Es ist egal, wann er kommt. He said in the book of Psalms. Er sagte im He said, at the set time. Amen. Im gleichen Zeit. At the set time. Hallelujah. He will do it. Er wird es machen. He's coming. Ich will euch nochmal sagen, sei nicht enttäuscht. Do not be disappointed. Sei nicht enttäuscht. God is pruning you. God reinigt. You have to understand, he's not casting you out into the fire. Sei gesichert, dass er nicht euch entfernt. There is a reason for the pruning. Es gibt einen Grund für das Reinigen. A reason for the pruning. Der Grund für den Reinigen. Like I said, it has every place to do
Lord, depends on the situation that the message is relevant to you. Es hängt von Situation ab, wie wichtig diese Botschaft. In the book of Psalms, chapter 22. Im Psalm, Kapitel 23. Psalms, chapter 22. Im Psalm 23. He said, my God. Sagt, mein Gott. Why have you forsaken me? Warum hast du mich verlassen? Why are you so far from saving me? Warum bist du so weit, mich zu retten? From the walls of my groanings. Meine Hilfe schreit. Meine Hilfe ist fern. Now look at David. He said, oh my God. Oh my God. I cry by day. Ich schreie bei Tag. But you do not answer. Aber du hilfst mir nicht. And then he says, in the night I will keep quiet. Und is that what he said? In der Nacht finde ich dann. I cry by day, you didn't hear me. Ich schreie am Tag und du antwortest mir. Then in the night I will keep quiet. Und in der Nacht dann bin ich leise. Yeah, he says, why cry in the night when in the daytime I cry, you didn't hear me. Ich habe am Tag gerufen und du hast mich nicht. No, he didn't say that. He says, in the night time. Und in der Nacht. I will not be silent. Ich werde nicht aufhören. Tell somebody. Sag jemand. Say, be not be silent. Sei nicht ruhig. Be not be silent. Sei nicht ruhig. Be not be silent. Sei nicht ruhig. Be like Jacob. Come on, push that person. Be like Jacob. Sei nicht ruhig. I will not let you go. Ich lasse dich nicht so. Until you bless me. Somebody shout hallelujah! I don't care how long it takes. Es ist mir egal, wie lange es dauert. God, I'm not letting you go until you bless me. Ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Silence in this it means even when everything goes totally bad. Ruhig bedeutet in diesem Moment, dass auch wenn alles total falsch läuft. I'm going to shock you. Ich werde euch schockieren. You think you know the devil? Du denkst, du kennst den Teufel. The devil is a very tough guy. Der Teufel ist ein ganz merkwürdiger Typ. The devil is very tough. Der Teufel ist ganz hart. The Bible says, resist the devil. Die Bibel sagt, du sollst den Teufel widerstehen. Don't try to fight him. Kämpfe mit ihm nicht. Except you know the word of God. Außer du kennst das Wort Gottes. The devil will use the thing that you love most. Der Teufel benutzt das Ding, das du am meisten liebst. Use it against you. Und wendet es gegen dich. And then, what else? You give up. Und dann, was kannst du machen? Du gibst ab. Job loved his wife above everything. Hiob liebte seine Frau über alles. But what did the wife say? Aber was sagte die Frau? Said, cause God, die. Fluche den Herr und sterbe. But what did Job say? Was hat Hiob gesagt? You spoke like a foolish man. Du hast wie eine blöde Frau geredet. Because Job knew. Aber weil Hiob wusste. Regardless of what might be happening now. Egal was jetzt passiert. My Redeemer lives. Mein Heil lebt. Regardless of how much I might be so down. Egal wie runter ich bin. My Redeemer lives. Mein Erlöser lebt. Now I'm going to also shock you. Ich werde euch schockieren. You see, God is not sleeping. This is the half schläft. People of God, I want you to know, God is not sleeping. Leute Gottes, ich will, dass ihr versteht, dass der God nicht schläft. God is at your rescue. God is deine Rettung. God wants to
make your enemies your footstool. God will deine Feinde auf die Füße deiner Füße legen. God is working. God arbeitet. He says, I'm not cutting you. Ich schneide euch nicht. To throw you out. Um euch wegzuwerfen. I'm pruning you. You know, the word pruning is nice. You see, so the word pruning is nice. It's a sweet word. That's true. Aber es ist ein süßes Wort. Instead of saying cut him, he says he prune. The first one he says he cut away. But the second one he says he prune. But it's a nice word. Actually, when you are pruning, you are cutting. Manchmal benutzt er reinigen, aber dann es ist schneiden. Es ist ein englisch. I think God is Danish. Ich glaube, Gott ist Danish. Hallelujah. God told the devil, communicate. He said, I'm going to finish you, but I'm not going to tell you how I'm going to do it. He said, you can do whatever you like to do. Gott sagt dem Teufel, ich werde dich besiegen, aber ich sage dich nicht wie. Und ich lasse dich alle machen, was du willst. He said, but you cannot touch his soul. Aber du darfst seine Seele nicht berühren. There is a reason why God is keeping you still standing. Es gibt einen Grund, warum der Herr dich noch am Stehen hält. See, when you are still standing, denn wenn du noch stehst, there is a reason. Es gibt einen Grund dafür. I told God, I said, there is a reason I got house in Osiba. Ich will dir jetzt Gott gesagt. Because when everything is empty at home, I know there is a place I can go. Hallelujah. Then, auch wenn I know what I'm talking about, and the family know what I'm talking about. Ich weiß, wo ich gehen kann. There is a reason why you are still standing. Es gibt einen Grund, warum du noch hier stehst. Because you still have life. Weil du noch Leben hast. And when you are alive, und wenn du noch am Leben bist, nothing can overcome you. Nichts kann dich überwinden. Disclaimer. Eine kurze Wiederholung. You have to be alive. Du musst am Leben sein. And also know that your Redeemer lived. Und auch wissen, dass dein Erlöser lebt. That he is not pruning you to throw you out. Dass er dich nicht reinigt, um dich wegzuwerfen. David says, in the night I will not be quiet. David sagt, in der Nacht werde ich nicht leise. People will laugh at you. Die Leute werden dich auslachen. Let them laugh. Lass sie auslachen. Because when God finishes with you, then wenn der Herr mit dir fällt, the same people will come. Die gleichen Leute kommen and ask you. Die werden dich fragen. Please show me your God. Bitte zeig mir den Weg. No, they say, show me the way. Zeig mir den Weg. And then the way. Und dann der Weg. You say, on Sunday. Am Sonntag. Come with me. Komm mit mir. Club, 11 o'clock. To BMS. Bagua Mission Center. BMS. To BMS. People in the Mission. So that they can hear the word. That means the word hören. Because God says, abide in me. The Herr sagt, sei in me. We didn't finish in the book of John 15. He said, abide in me. Sei in mir. He said, so my words will abide in you. I mean, meine Wörter in dir sein können. Everything I have said so far. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe. Boils down into this sentence. Kommt alles in diesen Satz. He says, abide in me. Sei in mir. And my words in you. Und meine Wörter in dir. So you will be multiplied. Damit du dich vervielfältigen kannst. Die Bibel sagt, faith cometh by hearing. Die Bibel sagt, dass Glaube durch Hören kommt. It's not by hearing the morals that has been preached on YouTube or Facebook or whatever. Es kommt nicht durch die Moralität, das im YouTube gesagt wird. Faith comes by hearing and hearing. By the word of God. Glaube kommt durch Hören und Hören durch das Wort Gottes. Do not give up. Gib nicht auf. Do not give in. Gib nicht auf. Give it over to the Lord. Gib es zum Herrn. Feed in His word.
nimmt sein Wort auf. David says, dein Wort habe ich in meinem Herz. Dein Wort habe ich in mein Herz gehört. That I will not sin against you. Damit ich nicht gegen dich sündige. The word of God will guide you. Das Wort Gottes wird dich führen. The word of God will direct you. Das Wort Gottes wird dich leiten. The word of God will lead you. Das Wort Gottes wird dich leiten. It says, let thy word be a light unto my path and a lamp unto my feet. Lass dein Licht ein lass dein Licht lass dein Wort ein Licht sein. As I close. Wenn ich jetzt zu Ende komme. Hebrews chapter 12. Hebräer Kapitel 12. We're going to read it and I'm going to close. Wir werden das lesen und dann machen wir Schluss. Hebrews chapter 12. Hebräer Kapitel 12. Vers 1. Hm. Den ersten Vers. It says, therefore, sagt, darum, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, let us also lay aside every weight, lass uns ablegen alles, was uns beschwert, and sin, und die Sünden, which easily so closely and let us lay aside every weight and sin that easily beset us. I like that translation. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt, to be in this gospel und in diesem Gottesplan zu sein, to actualize the plan of God, um das Plan Gottes zu verwirklichen. We have to know. Wir müssen wissen. This is the truth. Das ist die Wahrheit. Except we want to deceive ourselves. Außer natürlich, wir wollen uns selbst täuschen. We live in this world. The moment we step out of this place, we see different things. Das Moment, in dem wir ausgehen, sehen wir unterschiedliche Dinge. There are a lot of things. So viele Dinge. The things we see. Dinge, die wir sehen, the things we hear, Dinge, die wir hören, the things we smell, die Dinge, die wir riechen. You know, some of us can smell a pot of soup and then we are just eating it in our head. We are already eating it. Leute können ein bisschen Suppe riechen und sie stellen sich vor, dass sie das essen jetzt. These things, the Bible says, they are weights. Diese Dinge, die Bibel sagt, sind Lasten. We have to lay them aside. Wir müssen die weglegen. And there are some sins that also easily distract or we easily fall into. There are a lot of them. You know yours, I know mine. Die wir einfach reinfallen und die uns einfach überwinden. The funny thing is, these things don't come when you are not expectant. It comes when you are expectant. Then you see obvious things. Diese Dinge kommen nur, wenn du erwartest und du siehst diese Dinge. Du kannst sie sehen. The word of God says, let us lay them aside. Das Wort Gottes sagt, wir sollten die beiseite legen. Because God has a plan. Denn der Herr hat einen. And that plan is for you and I. Dieser Plan ist to bring us to an unexpected end. Lord bless you in Jesus' name. Please just be on your feet. Steht bitte auf. Because as the preacher I was preaching today, as a Prediger heute I was feeling something. Ich habe etwas gefühlt. And let us do it. Und lass uns es machen. You know, if he's saying God is pruning us,
Wenn der Herr, wenn er sagt, dass der Herr uns reinigt, he's not talking about cutting you out. Er spricht nicht davon, he's pruning you. Er reinigt. This prune standing up, encouraging you. Dieses Reinigen soll dir ermutigen. Er macht dich stärker. Er hebt dich hoch. Is bringing you to a certain level. Er bringt dich zu einem bestimmten Level. I want you to know that God is encouraging you. Ich will, dass ihr wisst, dass der Herr euch ermutigt. He is bringing you to some point. Er bringt euch zu einem bestimmten Level. Because he wants you to move to go to different level. Denn er will, dass ihr zu unterschiedlichen Höhe kommt. You are not standing the same level as you are now. Ihr steht nicht im gleichen Niveau wie ihr jetzt. You are moving to certain level. Ihr bewegt euch höher. At that level you need the prune. Und auf diesem Level braucht ihr den Reinigen. You need encouragement. Ihr braucht die Ermutigung. Some of us maybe sometimes we feel like we can't make it again. Viele von uns sagen, wir können das nicht. The flower is falling like that. Dass die Blume fällt. God is pruning you. God reinigt. He's lifting you high. Er hebt euch. He's encouraging you. Er ermutigt euch. Hold somebody's hand. Halte die Hand. As we are going to pray. Und betet. That God will strengthen you and encourage you today. Dass der Herr euch ermutigt. That whatever you are passing through, und dass egal was ihr durchgeht, know that He has a plan for you. Yeah. Versteht, dass der Plan that He has for you is good. Und dass der Plan ist von gut. I said it's good. Es ist gut. He had a good plan for you. Er hat einen guten Plan. He is going to strengthen and encourage you. Und er wird euch ermutigen. I told the prayer warriors last Thursday. Ich habe den die Leute, die beten, gesagt. We are moving from discipleship. Wir bewegen uns von Jüngern to apostleship. Zu Apostel. Ah. Jesus was with the disciple all the time. Jesus war mit den Jüngern. Everything was okay, nice. Alles war gut. But after he left, aber nachdem er ging, they have to do it themselves. Die müssen das alleine machen. Today, I am encouraging you as a church. Heute will ich als Gemeinde. You are going to do it as an apostle. Dass ihr es als Apostel. And I'm here to encourage you. Und ich will euch ermutigen. That we are going to be strong. Dass wir stärker werden. Change your attitude. Verändere deine Einstellung. Because he's pruning you. Denn er reinigt. He's encouraging you. Er ermutigt. He's lifting you high. Er hebt euch. Praises and worship to God. Come front here. Look like him. Come here for us. As we are holding each and everyone's hand. Als wir jetzt alle Hände halten. Let's sing that last song. Lasst uns das letzte singen. I don't remember, I don't know the song, but just sing it for us. Ich kann es nicht. You can sing it without even instrument. Yeah, könnt euch auch ohne Instrument. But I want to see Chidi, what are you? I'm sorry. Chidi, wo bist du? Amen. Sing it. Sing es. Sing it. Sing es. And you must be singing a song. Und wenn wir dieses Lied singen, you're holding somebody's hands. Und du hältst die Hände von jemandem. You're praying for that person. Du betest für diese Person. For the strength of God. Für die Stärke Gottes. For the power of God. Für die Kraft Gottes. To demonstrate in that person's life. Um die Kraft Gottes in dieser Leben zu zeigen. The goodness of God demonstrated right. Damit die Güte gesehen werden kann. So as we're singing a song. Wenn wir jetzt dieses Lied singen. Holy are you God? Yeah.
know, he said, our speaker so told us right now. Der Sprecher sagte uns. He said he has those two cut branches. Er schneidet. Wow, cut it away. Er schneidet einer weg. Throw it in the fire. Werft es im Feuer. But on that side, prune them. An andere Seite rein. If you are here, wenn du and you don't know Jesus, und du kennst Jesus nicht, believe that he's going to cut you away into that fire. Und du glaubst, dass er dich wegschneidet in dieses Feuer. But if you want to be a person that you prune, aber wenn du jemandem sein willst, dann lift up your hands and accept Jesus right now. Heb deine Hände und akzeptiere Jesus. You need to know Jesus. Ihr müsst Jesus. You need to give your life to Jesus. Ihr müsst euer Leben Jesus geben. Because without Jesus, ohne Jesus, they will cut you into the fire. Please, don't take the delay. We are doing something wonderful right now in this church. Denkt nicht, dass wir zu lange machen. Wir machen etwas wunderbar in dieser Kirche. So you come from there. Komm nach vorne. Without Jesus, ohne Jesus, life is nothing. Das Leben ist nichts. But with Jesus, Amen.